Ja, danke schön. Kurz zu meiner Person. Ich bin Geograf, wie also viele im GIS-Bereich. Habe jetzt seit mehr als 10 Jahren mit GIS und vor allem mit QGIS zu tun und arbeite seit Ende 2015 bei RegioData. Ich würde gerne, wie schon eingeführt, etwas erzählen über die Einführung von QGIS in der Firma. Und da muss man einmal rückblicken, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, und einmal den Ist-Zustand anschauen, was wir heute machen, um QGIS bereitzustellen. Rückblickend kann man zwei Zeiträume voneinander abgrenzen, vor 2016 und ab 2016. Davor war es so, dass QGIS sporadisch im Einsatz war für das Erstellen von thematischen Karten oder Datenanalysen, aber keine tagesfüllende Aufgabe. Ab 2016 kam ein großes Planungsprojekt im Bereich Breitband, also der Glasfaserausbau eines gesamten Landkreises. Und dafür braucht es dann ein Planungswerkzeug. Und im Endeffekt war es ein bisschen eine Art Bottom-up-Einführung, dass also die damaligen Projektleiter gesagt haben, wir wollen QGIS als Planungswerkzeug haben. Und die IT war damals noch nicht so begeistert davon, hatte gemeint, QGIS ist kein führendes GIS-System im Haus, wird auch nicht seitens der IT unterstützt. Und es galt am Anfang eben alle möglichen Bedenken aus dem Weg zu räumen. Also es war auch die Frage im Raum, ob so ein Open-Source-Projekt, was man sich einfach irgendwo runterlädt aus dem Internet, ob das jetzt eben von der Stabilität und allem ausreichend ist, um wirklich verlässlich damit zu arbeiten. Aber die entsprechenden Entscheider konnten überzeugt werden. Und dann ging es eben Anfang 2016 los. Und der Anfang war etwas ein Ritt in der stürmischen See. Also es musste relativ schnell mit den Planungen begonnen werden. Und gleichzeitig hat es auch einige neue Mitarbeiter gebraucht, um dieses große Projekt stemmen zu können. Teilweise wurden Mitarbeiter aus anderen Bereichen vorübergehend, bis die neuen Mitarbeiter gefunden wurden, auch mit akquiriert, und alle mussten geschult werden in QGIS. Und gepaart war das Ganze dann auch noch von einigen Stabilitätsproblemen am Anfang, vor allem spontane Abstürze, die selbst mit dem externen Support, auch mit QGIS-Kernentwicklern, die wir dazugezogen haben, nicht ohne weiteres zu erklären waren. Die Zufriedenheit der Nutzer war damals relativ ausbaufähig, aber das legte sich dann mit den nächsten Monaten, weil einfach die neuen Mitarbeiter immer besser eingearbeitet waren. Die Mitarbeiter, die eigentlich jetzt nicht so die typischen GISler waren, durften wieder ihren eigentlichen Tätigkeiten nachgehen. Das hat alles deutlich mehr Ruhe ins Team reingebracht. Und gleichzeitig gab es auch mehr und mehr aus internen Plugins, die den Arbeitsalltag der Planer erleichtert haben, und insgesamt einfach weniger Nutzerfehler, weil die Mitarbeiter mehr Routine bekommen haben. Die Zufriedenheit stieg und erste Planungen wurden termingerecht zu den Submissionen fertiggestellt, sodass QGIS einfach bewiesen hatte, dass es eben für die Aufgabe geeignet war. Die nächsten Monate oder auch Jahre hatten wir dann eine kontinuierlich steigende Nutzerzahl im Bereich Breitband und damit eben QGIS-Nutzer. Und wir haben eine Joe Fix alle 2 Wochen etabliert, wo regelmäßig die Fragen der Planer geklärt werden und sie einfach immer mehr Sicherheit im Umgang mit QGIS bekommen. Inzwischen kann man sagen, ist QGIS firmenintern ein gesetztes Werkzeug mit routinierten Planern, und alles in allem würde ich mal behaupten, eine Erfolgsgeschichte. Inzwischen ist es sogar so, dass Mitarbeiter anderer Abteilungen QGIS entdecken und darauf aufmerksam wurden und beispielsweise jetzt im Bereich Kanal jetzt auch in den letzten Wochen da wurde vom Kollegen von mir ein Plugin geschrieben, ein recht umfangreiches, was dann die Vorbereitung der Kanaldaten für die hydraulische Modellierung bewerkstelligt. Und der entsprechende Mitarbeiter ist auch hochzufrieden und kann sehr, sehr effektiv mit QGIS und diesem Plugin arbeiten. Das war so kurz der Rückblick. Und jetzt würde ich gerne auf das, was ich so gerne als Produktivbetrieb bezeichne, heute eingehen. Also was wir machen, um möglichst einen reibungsfreien oder zufriedenstellenden Betrieb von QGIS zu ermöglichen. Weil bei uns einfach das Thema Stabilität ein sehr hohes Gut ist. Wir machen eben Ausschreibungen für Tiefbaufirmen jetzt im Bereich Breitband, und die Fristen, die da gesetzt sind, müssen einfach eingehalten werden, und deshalb
wie gesagt, das verbirgt sich ein bisschen hinter diesem Produktivbetrieb, also möglichst mit wenig Problemen. Genau, vielleicht ein Begriff müssen wir kurz erklären, den Hashtag ISH so, wie es hier im Südbadischen heißt. Also es gibt einfach ein paar Rahmenbedingungen, auch was jetzt das Setup von QGIS anbetrifft, die jetzt nicht im eigenen Ermessensspielraum liegen. Bestimmte Sachzwänge, Restriktionen, einfach eine andere Voraussetzung als bei der privaten Nutzung oder bei der Nutzung in kleineren Firmen. Und da habe ich mal zwei exemplarisch aufgelistet. Einmal, dass eben die Planer virtuelle PCs haben, also in der virtualisierten Umgebung arbeiten, jetzt keinen dicken, fetten Rechner mit massig Grafikkartenpower haben. Fazit ist, es klappt, aber die Performance wäre grundsätzlich schon ausbaufähig, aber das ist einfach eine festgeschriebene Regel momentan, dass alles abseits der IT-Abteilung nur VPCs mit einem einheitlichen Image bekommt. Der zweite Hashtag ist so, ist die Netzwerkinstallation. Das war ursprünglich angedacht Anfang 2016, um da erstmal ins Rollen zu kommen. Und war ursprünglich der Gedanke, dass man irgendwann halt klar zu einer normalen Desktop-Installation übergeht. Also nicht die favorisierte Installationsart, aber bisher hausintern leider nicht anders möglich. Hatte gerade vor ein paar Tagen nochmal nachgefragt, wie es denn jetzt der aktuelle Stand ist. Aber bis heute leider nicht anders möglich. Das Rollout von der normalen QGIS-Version zu einer portablen Version war die letzten Jahre relativ unspektakulär. Allerdings kann es dann problematisch sein, wenn der Rollout-Rechner und der Zielrechner, wenn die unterschiedliche DLLs aufweisen. Und das hatte ich jetzt gerade vor ein paar Wochen ein Beispiel, also wieder QGIS-Portable bereitgestellt, auf dem Rollout-Rechner, auf ein, zwei anderen Rechnern getestet, war alles schick. Und dann eben zum Testen mal an ein paar Nutzer rausgegeben mit VPCs. Und dann kam halt entsprechend diese Fehlermeldung. Und die ist ja nicht allzu aussagekräftig. Also es taucht hier zwar diese QGIS-App DLL auf, aber die hat nicht das Problem verursacht. Und für solche Fälle ist einfach dann der Dependency Walker ein gutes Werkzeug. Mit dem kann man eben fehlende DLLs oder DLL-Konflikte ausfindig machen. Und wie man hier oben im Screenshot sieht, kann man das einfach in die QGIS-BAT, in die Batch-Datei einbauen, nachdem man eben diese Depends.exe in das Bin-Verzeichnis von QGIS reingepackt hat. Und dann kriegt man ein schönes Logfile erstellt. Unten links sehen wir das Logfile von dem Rollout-Rechner. Da ist diese OpenCL.dll, wird gefunden im Windows-Ordner. Auf der rechten Seite OpenCL DLL mit dem Fragezeichen, das war der VPC. Und dann hat man schon gesehen, aha, diese DLL fehlt, die einfach rüberkopiert ins Bin-Verzeichnis von der portablen Version und alles hat wieder geflutscht. Was wir ansonsten noch machen, ist eine Teilautomatisierung des Rollouts oder Teilautomatisierung der Installation. Also ich habe einen separaten Rollout-Rechner, wo eine OSGVW-Netzwerkinstallation drauf läuft. Und da ist es so, dass man einmal eben von Hand diese Installation durchführt, die entsprechenden Pakete auswählt und danach kann man mit diesem Aufruf, der hier mittig steht, entsprechend so eine Art Unintended Update jede Nacht durchführen. Also ich habe einen Taskplaner, der holt sich die neueste Setup-Exe, führt das Ganze aus, wie hier aufgeführt, und dadurch läuft es im Hintergrund ohne jegliche Nutzereingabe. Alle Pakete werden aktualisiert und wenn ich morgens zur Arbeit komme, habe ich komplett von allen QGIS-Variationen, also von der QGIS LTR, von der Nightly, habe ich jeden Morgen die neuesten Versionen zum Testen bereit. Das Portable machen selber, das mache ich aber weiterhin manuell. Ein wichtiger Punkt in der Geschichte auch war bei uns der QGIS-Plugin-GAU. Wir sind zwar nicht mehr bei der Historie, aber ich muss es jetzt erwähnen, um einfach zu verstehen, was unser heutiges Setup bewirkt hat. Wir hatten nämlich irgendwann die Rückmeldung bekommen von den Planern, dass QGIS nach dem Start immer langsamer wurde. Also am Anfang war alles schick und mit jeder Stunde mehr wurde QGIS immer langsamer bis hin zu Freezes und Abstürzen. Und da hatte ich dann eben mich auf die Suche gemacht nach den Fehlern und habe gemerkt, dass es ein bestimmtes Plugin war, das Rectangles Ovals Digitizing Plugin. Und da hatte sich dann relativ schnell gezeigt, es war ein recht gravierender Fehler drin, dass jedes Mal, wenn man auf Speichern geklickt hat bei einem Vektorlayer, eine Funktion mit dem Faktor mal 2 aufgerufen wurde. Also erst einmal, dann 2, 4, 8, 16, 32 und so hat sich das dann mit jedem Mal Speichern hochgeschaukelt, bis es dann eben nicht mehr reagiert hat.
Ich hatte dann den Fehler hausintern gefixt und wollte das natürlich dann ins offizielle Repository überführen, dass die immerhin mehr als 70.000 Nutzer, die das diese schlechte Version runtergeladen hatten, auch in den Genuss des Bugfixes kommen. Und musste dann aber feststellen, dass es gar keinen Maintainer mehr gab. Also der zuletzt eingetragene Maintainer, der hatte nicht mehr reagiert, war sozusagen nicht mehr verantwortlich dafür. Und da hatte sich dann bei ein bisschen weiterer Recherche gezeigt, dass vor, also 5 Jahre zuvor, 2013, dasselbe schon mal war. Das, was man hier im Screenshot sieht, den Benutzernamen hier rechts unten, Binayan, der hatte in der Kubis-Version 1.9 damals sich gemeldet in der Mailingliste und gesagt, das Plugin ist nicht mehr maintained, es wird mir nicht mehr gewartet, er würde gerne einen Bugfix einspielen und somit wurde er dann Maintainer. Ein paar Monate später war seine Aktivität dann hier offensichtlich auch zu Ende im August und irgendwann hat er es offensichtlich auch wieder aufgegeben und dann wurde ich zum Maintainer ernannt, aber ich hatte schon klar gemacht, ich würde es nur machen, wenn ich, wenn klar ist, dass ich das Schiff einfach zum Abwracken in den nächsten Hafen schleppe. Und das war dann auch, was wir gemacht haben. Ich habe ein Update bereitgestellt, bei den Metadaten für den Plugin-Installer reingeschrieben. Unbedingt updaten, bitte entsprechend oder am besten sogar deinstallieren, weil es schon einen Fork davon gab, der entsprechend weiterentwickelt wurde. Und somit war dann meine Aufgabe erstmal erledigt. Allerdings war das für uns hausintern nicht ohne Folgen, denn für uns war das eigentlich die Grundlage für die Entscheidung, das offizielle Repository aus Kubis aus den Installationen zu entfernen. Weil wir einfach gesagt haben, wir können nicht ein maximal stabiles Kubis bereitstellen, wenn die Nutzer die Auswahl haben von mehreren hundert Plugins unterschiedlicher Güte. Sicherlich sind die meisten Plugins des offiziellen Repositories sehr gut und qualitativ hochwertig, aber es gibt halt einfach ein paar, auf die das nicht zutrifft. Und wir haben das rausgeschmissen, das offizielle Repository, hat noch eine Bestandsaufnahme gemacht, welche Plugins bei den Nutzern verwendet wurden, da auch noch mal ein bisschen ausgemistet und hatten einfach wirklich signifikant positive Auswirkungen auf die Stabilität von Kubis, seit wir eben das offizielle Repository entfernt hatten und da etwas aufgeräumt hatten. Was die Repositories angeht, haben wir aus intern 4 Stück im Einsatz. Wir haben einmal für Breitband, Kanal, allgemein und extern Repositories aufgesetzt, hausintern. Das Externe ist das, wo dann Plugins aus dem offiziellen Repository landen, nachdem wir sie hausintern geprüft haben auf Thema Stabilität etc. Die werden nächtlich abgeglichen mit dem offiziellen Repository, ob wir immer noch auf der aktuellsten Version sind. Insgesamt haben wir jetzt ca. 30 Plugins im Einsatz. 19 davon sind selbst geschrieben oder Abhandlungen bestehender Plugins. Und wer sich fragt, warum er da noch nichts im offiziellen Repository gefunden hat davon, da muss man dazu sagen, dass die einfach sehr, sehr spezifisch an hausinterne Workflows und Abläufe angepasst sind. Es gab in den letzten Jahren 2 Plugins, die sich für das offizielle Repository geeignet hätten, die dann aber nicht da gelandet sind. Das ist eine bisschen längere Geschichte, wenn später noch Zeit ist. In der Fragerunde kann ich vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, aber wird jetzt zu weit führen. Grundsätzlich ist es aber auch nicht so, dass wir sagen, wir schotten uns ab und wir holen uns nur das Zeug und spielen nichts zurück. Das liegt uns fern. Im Gegenteil, also wenn Bugs auftreten und die gefixt werden von uns, dann schauen wir auch, dass wir die zurückspielen können ins offizielle Repository. Oder wie hier in dem Screenshot zu sehen, haben wir auch teilweise Plugins von Kubis 2 auf Kubis 3 von externen Entwicklern hochgezogen, wenn die gesagt haben, sie haben keine Zeit oder keine Möglichkeit, es selber hochzuziehen und haben das entsprechend auch wieder bereitgestellt, dass es im offiziellen Repository landen konnte. Ein weiterer Punkt wäre noch Einflussmöglichkeiten über die Pi Kubis Startup und Startup Pi. Also Startup Pi kennen wahrscheinlich einige, die mit Kubis zu tun haben, eine Python-Datei, die, wenn sie an der richtigen Stelle liegt, von Kubis automatisch ausgeführt wird beim Starten von Kubis. Die nutzen wir, um zentral Settings auf die einzelnen Rechner zu verteilen von Kubis, also dass wir bestimmte Einstellungen in Kubis schon voreinstellen können oder überprüfen können, wie die Settings gesetzt sind, führen Checks durch, wie beispielsweise die Integration des BWTA-Grids, also des NTV2-Grids für Baden-Württemberg. Da schauen wir, liegt es an der richtigen Stelle, sind die Transformationsparameter in Kubis korrekt gesetzt und führen bei jedem Start von Kubis eine Transformation von 14 Testpunkten in beide Richtungen aus
Und wenn da Abweichung im Vergleich zu den offiziellen Testpunkten vom LGL von mehr als 1 Zentimeter auftritt, dann kriegt der Nutzer eine kritische Warnmeldung, dass er QGIS nicht verwenden soll und sich melden soll. Die PI-QGIS-Startup-Variable, die verwenden wir, um sicherzustellen, dass der Nutzer immer die aktuellste Startup-PI bei sich auf dem Rechner hat. Das ist eine Umgebungsvariable, die dann auf eine Python-Datei verweist. Ich habe sie bei mir mal Pre-Startup-PI genannt. Also die wird vorher ausgeführt und da mache ich einen MD5-Check, also überprüfe, ob die Dateien noch gleich sind, meine zentral bereitgestellte und die auf dem Nutzerrechner. Wenn sie nicht aktuell ist, wird die neueste rübergeschoben auf den Nutzerrechner und dann im nächsten Schritt eben QGIS mit der Startup-PI entsprechend gestartet. Was wir bei uns hausintern noch gar nicht so lange machen, ist das Debuggen von QGIS wirklich im C++-Quellcode. Da gab es einen konkreten Anlass. Wir hatten nämlich ein Problem mit Oracle-Layern, die wir in QGIS eingebunden hatten. Und da war das Phänomen, dass wenn wir ein Objekt selektiert haben, dass es teilweise so war, dass ganz an einer anderen Stelle ein Objekt auch noch mit selektiert wurde. Und es waren natürlich keine Multi-Objekte, sondern es waren ganz normale Single-Geometrien. Und das wäre sehr schwierig gewesen, das rauszugeben, dieses Problem, weil man ja erstmal so einen Datensatz haben muss, wo das dann auftritt. Da war das Problem, dass QGIS nur die Groß-Kleinschreibung dieser Row-ID ignoriert hat und es eben manchmal Row-IDs gab, wo nur ein Buchstabe entsprechend groß-kleinschreibungstechnisch unterschiedlich war. Also hatte ich das intern aufgesetzt, die Debug-Umgebung und entsprechend QGIS debuggt und konnte dann wirklich dem externen Support genau sagen, in welcher C++-Datei, in welcher Zeile, in welcher Funktion tritt der Fehler auf, wo wird eben nicht case-sensitiv das Ganze gemacht, was es eigentlich machen sollte. Und nachdem der Neil Dawson, Australien, einer unserer Support-Leute, nachdem der entsprechend das sich angeschaut hatte, hat er mir das bestätigt. Und eine Stunde später war der Bug gefixt von ihm. Ich konnte die neue Version cherrypicken und direkt hatte er wieder eine funktionierende QGIS-Version im Einsatz. Das war ein extrem befriedigendes Erlebnis. Und insofern haben wir halt gesagt, wir möchten gerne unsere Debugging-Skills zeitnah auch ausbauen. Am Ende des Monats einen zweitägigen Inhouse-Workshop mit dem Matthias Kuhn von OpenGIS aus der Schweiz, einer der aktivsten Kernentwickler von QGIS. Und erhoffen uns dadurch, dass wir einfach da noch besser werden beim Debuggen von QGIS. Genau, ein letzter Punkt, der mir auch ein persönliches Anliegen ist, wenn man QGIS einsetzt, dann hatte ich das schon mitbekommen, dass es so eben auch Leute gibt, die einfach sagen, ja toll, QGIS ist kostenlos, kann ich mir einfach irgendwo runterladen, super Sache. Ich denke, das ist kein nachhaltiger Ansatz, wenn man jetzt wirklich als Firma oder als Behörde ein Produkt wie QGIS einsetzt und im Vergleich zu proprietärer Software ja auch Lizenzkosten spart, finde ich es einen wünschenswerten Ansatz, dass man einfach auch schaut, inwieweit kann man jetzt von dem Budget, was man als Firma oder Behörde hat, irgendwo auch was wieder zurückfließen lassen in das QGIS-Projekt, damit eben ein nachhaltiger Betrieb von QGIS entsprechend auch gewährleistet ist. Es gibt ja beispielsweise das, was man früher Sponsoring genannt hat bei QGIS oder jetzt eben Sustaining Members. Da sind wir hausintern auch noch dran, etwas Überzeugungsarbeit zu leisten, aber sind noch nicht ganz am Ziel angelangt. Aber nichtsdestotrotz machen wir das ja beispielsweise eben über unser bezahltes Bugfixing. Also dieser Oracle-Bug, das war gleichzeitig ein Bug auch in Postgres-Layern, weil da eben dieselbe Funktion im Hintergrund aufgerufen wurde. Das kam ja auch wiederum allen zugute, die halt entsprechend Oracle-Layer oder Postgres-Layer verwenden. Und also Bugfixing, bezahltes Bugfixing, Implementierung von Core-Features. Wir haben früher den Item-Browser als Plugin verwendet und haben das entsprechend anstelle als Plugin hochzuziehen für QGIS 3, haben wir es als Core-Feature in QGIS dann implementieren lassen und bezahlt. Und beteiligen uns halt auch, wenn es für uns Sinn macht, an einem Crowdfunding. Also wir haben den DBG-Importer mit einer nicht unerheblichen Summe unterstützt und jetzt eben das aktuell laufende Slur vom Neil Dawson, wo es darum geht, entsprechend ArcMap-Projekte, also MXDs, auslesen zu können und als QGIS-Projekte entsprechend umwandeln zu können.
Und auch da ist es so, man könnte natürlich auch sagen, ich warte jetzt ein halbes Jahr, bis es dann für alle verfügbar ist. Aber wenn es natürlich jeder sagen würde, dann wird der Ansatz einfach nicht funktionieren. Und insofern das ein bisschen so als meine persönliche Meinung noch zu dem Thema Kugels Einsatz im Geschäftsumfeld oder im Behördenumfeld. Genau, und das war mein Vortrag und ich freue mich über Fragen. Ja, vielen Dank. Kurze Rückmeldung aus dem Hörsaal. Wir haben alle gebannt zugehört. Kam genauso gut rüber, als hättest du vorne gestanden. Und auch nochmal vielen Dank an die Technik, die das möglich gemacht hat. Das war jetzt nicht lange geplant und geprobt. Das hat auch sehr gut geklappt. Und der Applaus galt sicherlich auch für euch. Und falls jetzt noch Fragen sind, hätten wir noch Zeit für ein bis zwei Fragen hier im Hörsaal, die wir über die Leitung stellen können. Ich sehe keine Meldung. Hier ist eine. Ja, danke schön. Hallo. Kurze Frage zu den Plugins, die ihr selber programmiert habt. Wie aufwendig war die Transformierung in die nächsthöheren QGIS-Versionen? Wie aufwendig ist quasi dieses Nachführen der Plugins, die ihr vorbereitet hattet? Das war relativ unspektakulär. Es gibt ein Tool, was auch von der Firma OpenGIS bereitgestellt wird, QGIS 2.3. Und mit dem kann man schon einen ganz beachtlichen Teil automatisch eben hochziehen auf QGIS 3. Und dann muss man entsprechend danach einfach noch ein bisschen Handarbeit leisten und das, was eben nicht automatisch hochgezogen wurde, noch anpassen. Aber das war irgendwann dann schon mehr oder weniger Fließbandarbeit. Also das waren ja dann, wie gesagt, 19 Plugins haben wir ja hausintern und die eben alle hochgezogen. Und wenn man da mal ein bisschen drin ist und ein, zwei Tage dran ist, dann geht es eigentlich ziemlich schnell. Okay, vielen Dank. Die Leitung wird gerade ein bisschen schlechter. Ich denke, wir nutzen die Gelegenheit, uns jetzt nochmal bei dir zu bedanken und den Vortrag abzuschließen und hier umzubauen für den nächsten Vortrag. Dankeschön. Ja. Tschüss. Danke auch und tschüss.